Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, das Thumbnail hatte schon verraten, wir machen Mais-Silo. Jetzt habt ihr leider das Thumbnail quasi, das war am Ende vom Video, ja? Und jetzt ist aber das Thumbnail der Anfang vom Video, weil... Ich muss das Video normal machen. Ja, ist so. Windows-Update, kennt ihr, ne? Ja, ja. Das gute Windows-Update meinte dann, mein Mikrofon auf 100% Lautstärke zu machen. Kann man machen. Also in den Windows-Einstellungen. Ne? Kann man machen, ist alles kein Problem, natürlich nicht. Ist nur blöde, wenn man andere Möglichkeiten hat, sein Mikrofon einzustellen, um es lauter zu machen, dann braucht man das nicht wirklich. Und, also das oh. Oh, das war so gar nicht geplant. Egal, egal, egal. Machen wir es halt Hyperpitch. Wie ungeschickt. Los, fahr den Kübel da raus. Nein, die Sache ist die, wenn man einen Verstärker zu 100% aufreißt, ist das nicht immer unbedingt schön für den Klang. Ne? Ist leider so. Besser ist dann, wenn man immer nur so... Also ich gehe am liebsten immer nur so bis 80%. Ja. Und man hört, also deswegen habe ich das andere Video habe ich gerade weggeschmissen. Gut, das Bild war auch noch verschoben. Das bin ich aber gewesen, definitiv. Da kann ich jetzt dem Windows nicht auch noch den schwarzen Peter für die Schuhe schieben. Wo ist der MAN? Hallo, MAN? Ach so, ach, ich weiß, wo der steht. Ich brauche irgendeinen Trecker, um das aufs Silo drauf zu fahren. Das Video war, also das Mikrofon verzerrt dann so ganz dumpf, so das wird dann so bassig, der Sound, ne? Und man hört, also im ersten Moment hört es sich bassig an, aber im zweiten Moment merkt man, das ist am Verzerren, ja? Und das lag aber jetzt nicht an meinem Eingangs, also mein Pegel kann ich mir anzeigen lassen. Der Pegel war okay vom Aufnehmen, aber wie gesagt, wenn der Verstärker auf der letzten Rille läuft, dann verzerrt er halt. Und deswegen gehe ich immer nur so auf 80%. Das ist immer so eine gechillte Einstellung. Und den Rest kann ich ja hier mit meinem Equipment, also ich habe hier so ein Channel Strip, nennt sich das. Das ist so ein Multifunktionsgerät. Ne? Da ich kann dann die Eingangslautstärke kann ich einpegeln. Bin ich eigentlich auch recht human mit. Ich mache immer nur so zwei Balken. Ja, noch zwei Balken ist ja auch okay. Der dritte Balken wäre dann schon gelb. Also, und dann der rote Balken wäre schon übersteuert. Deswegen mache ich so, wenn ich normal spreche, immer zwei Balken als Eingangssignal. Ich habe jetzt ein bisschen den Kompressor reingehauen. Kann sein, dass der Kompressor uns das auch noch ein bisschen dumpfer macht. Das werdet ihr nachher hören können in der Aufnahme, dass ich jetzt mit Kompressor aufnehme. Also es wird ein bisschen dumpfer sein, ne? Weil ich sehe, wenn ich dolle übertrieben laut ins Mikro brülle, dann greift der Kompressor doch deutlich ein. Und das hört ihr natürlich, wenn der Kompressor eingreift, ne? Ansonsten habe ich noch einen De-Esser am Laufen hier. Der De-Esser macht dieses... Ja, dieses, was ich auch so, das ist, ja, stimmmäßig, also es gibt welche, die haben eine deutlichere Aussprache, die haben da keine Probleme mit und es gibt verschiedene Mikrofone, manche Mikrofone kommen da überhaupt gar nicht drauf klar, andere kommen da besser drauf klar, ja, meiner ist halt so einer, der überträgt das eigentlich ganz gut, was ich aber gar nicht will, ich will ja gar nicht, dass der das gut überträgt, ne? Aber naja. Wie gesagt. Ja, und das ist eigentlich alles. Dann habe ich noch einen Enhancer. Ja, der ist aber ein bisschen komisch. So. Also man kann damit die Stimme verändern, man kann die Bässe verändern. Das ist also so eine Art Mini-Equalizer, will ich mal sagen. Ja, man kann seine Stimme ein bisschen dunkler machen, ein bisschen heller machen. Also man hat zwei Regler, einen für dunkler, einen für heller. Ja, man kann sich dann so machen, dass man sich anhört wie so ein Radiomoderator, aber... Nee, so richtig ist das. Bin ja nicht ich. Also ich habe das eigentlich lieber, dass meine Stimme sich auch so anhört wie meine Stimme. Ne? Und nicht wie so ein Radiosprecher, weil ich habe keine Radiosprecherstimme. Meine Stimme ist... ja, ich möchte da nichts weiter zu sagen, wie meine Stimme ist. Ja, so viel zum technischen Part. Achso, ja, und ein Ausgangssignal habe ich auch noch. Ne? Ich kann noch das... ein Noise Gate habe ich auch noch dran.
Ja, die Noise Gate kann man sich einstellen. Jetzt ist aber bei uns hier im Keller wenig Stress mit irgendwelchen anderen Sachen. Also die Noise Gate ist dazu da, dass man halt sagen kann, so, ich brauche jetzt erstmal hier eine gewisse Signalstärke, bevor ich das Signal weiterleite ans Mikrofon. Oder sagen wir mal so, bis ich den Mikrofonausgang freigebe, sagen wir es mal so. Kann man sich einstellen, hat dann aber auch wieder manchmal Nachteile, wenn man sehr leise spricht, dass dann fehlt manchmal so der Anfang vom Satz, ne? Im Discord haben wir das auch ganz häufig, das hat aber andere Gründe. Das liegt irgendwie an Discord selber. Hab da auch schon öfter mal mit der Mikrofonempfindlichkeit rumgefummelt. Ist schwierig. Also dieses ganze Soundthema ist ein Riesenthema. Ist natürlich auch ein Hobby von mir, aber ist trotzdem ein Riesenthema. Ne? So, gönn dir. Wir machen heute Mais, Mais, Baby. Wie früher. Nur, dass wir früher hatten wir ein 70 PS Deutz mit einem Einreiher. Ja. Wir haben aber auch nur... Ich weiß gar nicht, das machen hier einige Bauern auch noch. Jetzt ist noch zu früh, die Jahreszeit, also Real Life, ne? Jahreszeit, wir haben gerade September, nur falls einer das Video gerade im Mai guckt und denkt, was ist? ist noch zu früh, der Mais ist noch nicht ganz so weit. Also der Kolben, wenn der Kolben voll ausgebildet ist, aber noch nicht richtig hart, also eigentlich noch nicht erntereif ist, dann haben wir früher mit einem gezogenen Einreiher immer frisch geholt schon. Ne? Gut, das war auch manchmal, weil auch das Silo auch schon alle war. Es kommt immer auf das Jahr an. Da gibt ja immer ein bisschen schlechtere Maisjahre, ein bisschen bessere Maisjahre. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, schon geholt. Ne? Das Problem ist, wenn du frische Mais holst, das wird sehr schnell warm. Wir haben es dann immer ganz flach auf der Tenne ausgebreitet. Dann war natürlich auch kein Platz für anderes Silo. Das war auch immer ein bisschen dumm, weil normalerweise haben wir immer gemixt, Grassilage und Maissilage gemixt. Dann konnte man, wenn man losen Mais gefüttert hat, immer nur ganz vorne, also ganz vorne stand bei uns immer der Kraftfutter. Das war so ein Anhänger, so ein, ja, wir sind übertriebener Bollerwagen, ne? Weil das Kraftfutter-Silo, das stand in der Scheune. Und wir mussten das dann immer mit diesem riesigen Bollerwagen dahin fahren. So, und der stand immer ganz vorne quasi, direkt da, wo wir auch die Kälbermilch angerührt haben immer. Und da ging auch die Melkleitung her. Also viel weiter konnte man mit dem Trecker eh nicht fahren, weil die Melkleitung natürlich, was heißt natürlich, bei uns ging die Melkleitung so tief, dass man da gerade runterherlaufen konnte. Von der linken zur rechten Seite, ne, die Milch. Und die Kühlanlage und also die ganze Melkkammer war auch auf der anderen Seite. Also von daher, ja. Ist ja auch egal, auf jeden Fall konnte man dann vor diesen, wir haben Pröffchen immer dazu gesagt, so ein Kraftfutter, vor dem Pröffchenwagen konnte man dann einen großen Stapel Grassilo hinstellen. Wenn man besonders tricky drauf war, vielleicht auch noch zwei übereinander, das war aber schon Kunstwerk. Ne, weil wegen Heckhydraulik und so, ihr kennt das. Ja, und dann den losen Mais vorne hingeschüttet und dann möglichst breit verteilt, ne. Ich sag mal so, gut, ich war noch ein kleines Kind, ich sag mal so, nicht höher als 20 Zentimeter, sonst wurde das warm, das Zeug, ne? Ja, und das war natürlich ja sehr aufwendig. Man konnte dann auch nicht lange auf Vorrat holen, ich sag mal so, also maximal 2 Tage, ne? Länger konntest du es nicht auf der Tenne liegen lassen und ja, war halt sehr aufwendig. Aber gut, ne, was willst du machen, wenn es halt gerade nicht anders ging, wenn du nichts anderes hattest. Und dann haben wir halt immer, ja, man konnte ja auch nicht viel holen. Ne? Wie gesagt, es waren ja auch nur 32 Kühe und dann für 2 Tage, das ist ja nicht viel, was man da holen muss. Ne? Und deswegen reichte der Einreiher auch völlig. Und mit dem Einreiher sind wir da gut hingekommen. Wir haben das dann auch manchmal in Jahren gemacht, wo das sehr nass war. Wo die mit dem Maishäcksler einfach nicht mehr weitergekommen sind. Jetzt muss ich dazu sagen, unser Lohner, der hatte, da fing das ja gerade erst an mit den Maishäckslern, ne? Ich weiß noch, der erste Klaas selbstfahrende Maishäcksler, den unser Lohner gekriegt hatte, das waren 2 Reiher, Leute. Ein selbstfahrenden 2 Reiher Maishäcksler, das ist, ja, sowas
Wahnsinn, dass das überhaupt gebaut wurde. Aber wurde gebaut. Und die hat er dann aber später umgebaut als reine Rapshäcksler. Jetzt kommt meine Frau kurz rein. Ich erscheine. Und meine Frau gibt mir wilde Handzeichen. Und hat er nachher nur noch Raps mitgemacht, beziehungsweise Grassilo hauptsächlich auch. Genau, da kam ein Pickup vor. Und dann für Leute, die das Grassilo gehäckselt haben wollten. Wo ist denn mein Telefon? Sehe ich gerade. Meine Frau hat mich bestimmt versucht an. Das Telefon liegt im Musikzimmer. Damn. Und dann hat er dann, weil er halt größere Maishäcksler brauchte, ich weiß nicht, ob Klaas dann kein vernünftiges Angebot gemacht hatte oder ob er die Mängel günstig geschossen hat. Auf jeden Fall hat er sich 2 Vierreiher Mängel geholt. Vierreiher war damals natürlich schon mega. Ja, das war natürlich schon eine scharfe Geschichte mit so einem Vierreiher. Das Problem bei den Mängeles war aber, die hatten die kleinen Räder vorne und die großen Räder hinten. Und das funktioniert im Münsterland, in der Ecke, wo ich herkomme, nicht. Weil wir haben das Problem, da ist sogenannter Ur, sagen die dazu. Das ist ein absolut wasserundurchlässiges Gestein. Ist es nicht mal, ist es einfach nur extrem gepresste Erde. Ich glaube, das heißt, offiziell heißt das Ortsstein oder so ähnlich. Also auf jeden Fall Zaunpfähle graben nur mit Spitzhacke, nicht mit Brechstange. Wir haben dann immer die Brechstange genommen, wie die in Afrika, wenn die diesen ihr Maismehl stampfen in ihr Mörser. So haben wir Zaunpfähle gesetzt. Also du kannst ganz normal bis eine Tiefe, ich weiß nicht so, lass es 30 cm sein, 40 cm sein. Und dann kommt einfach 20 cm von diesem Zeug. Da musst du durch und danach ist wieder normale Erde. Ne? Dann kannst du wieder normal buddeln. Ne? Das Problem halt, oder was heißt das Problem von dieser Schicht ist halt, sie ist wasserundurchlässig. Und wenn du dann ein feuchtes Jahr hast, dann dein Acker, der läuft quasi voll wie eine Badewanne. Ne? Da kannst du auch nichts gegen machen. Musst du halt gucken, die haben dann später Entwässerungsrohre gelegt, also sogenannte Drainagerohre. Dann war es natürlich besser. Wenn du dann aber wieder ein trockenes Jahr hattest, dann war es wieder. Das war alles so ein Für und Wider. Ne? Das war früher auch die ganze Gegend da, das war alles Heide, war das. Sumpf und Heidelandschaft war das. Ne? Und deswegen ist also gerade in der Ecke von Münsterland, das Münsterland ist ja auch riesig, war halt auch deswegen mit den ganzen Pferden, weil Pferde und Milchvieh, weil du hattest halt unheimlich Weide, weil Weiden mögen nasse Füße, ne? Also Gras, wenn das nasse Füße hat, das wächst nicht schlecht, ne? Aber unterschiedliche Ecken auch, also auch die Leute mit den lehmigen Böden, okay, die konnten natürlich Mais anbauen und so. Und alles, wo das dann aber Richtung sandiger Boden ging, das gibt's auch. Also, ne, es ist sehr gemischte Bodenverhältnisse dort. Sehr durchmischte Bodenverhältnisse. Also, es ist alles dabei, außer richtig guter Boden. Der war nicht dabei. Also, Weizen anbauen geht da nicht in der Ecke. Also, klar kann man da auch Weizen anbauen, aber da hast du keinen Ertrag. Ne? So, zum Beispiel Zuckerrüben auch nicht. Lohnt sich nicht, da Zuckerrüben anzubauen. Da kommt nichts dran an der Knolle. Ne? So ein Acker ist das da halt. Aber Kartoffels funktionieren da hervorragend, weil Kartoffeln mögen auch gerne ein bisschen feuchter. Jetzt keine Staunässe, aber ne, wenn die in jungen Jahren, sag ich mal, wenn die da schön Feuchtigkeit haben, dann das werden ganz gute Kartoffels. Und wenn du dann aber trotzdem obendrauf so ein bisschen sandig unterwegs bist, dann kriegst du die Kartoffeln natürlich auch dementsprechend gut raus aus der Erde. Ne? Also wie gesagt, Kartoffeln funktionieren da sehr gut. Wir hatten ja damals auch sogar eine Schnapsbrennerei, die aus Stärkekartoffeln medizinischen Alkohol hergestellt hat. Ne? Hat sich nachher nicht mehr gerechnet, weil du kannst natürlich, was weiß ich, wenn da aus Brasilien Zuckerrohr kommt oder was, ne, da kannst du nicht gegen anstinken mit so einer deutschen Kartoffel. Ne? Das ist einfach zu teuer. Ne? Aber wie gesagt, die haben früher aus Kartoffeln haben die da Schnaps gemacht. Ne? War eh mega. Dann kriegten die Kühe, da waren aber noch, das war noch der alte Futtertrog. Der war natürlich, heute sind das ja alles mehr so, ich glaube, die heißen auch Futtertische heutzutage. Damals hatte man noch einen richtigen Trog. Ne?
Da musste ich als Kind richtig reinkrabbeln. Der Druck, der war so hoch wie ich. Ja. Und da ging das halt noch. Da wohl mittlerweile hat man auch wieder so eine Rille. Im Bullenstall hatten wir das später auch. Ja, das war dann quasi wie so eine Dachrinne, aber im Fußboden eingelassen. Ja. Das war auch so eine Art Futtertisch. Aber im Kuhstall, wie gesagt, hatten wir nachher so einen sogenannten Futtertisch. Halt gar nicht mehr so eine Rille. Und da konnte man natürlich auch keine Schlempe mehr füttern. Hatte sich dann aber eh erledigt. Wie gesagt, die Schnapsbrennerei ist irgendwann pleite gegangen. Und dann kriegten wir auch keine Schlempe mehr. Ne? Das war natürlich der Burner, wenn es Schlempe gab. Kühe lieben Schlempe. Ich weiß nicht, ob die das mit dem Alkohol, da ist ja ein ganz bisschen Restalkohol, ist der ja auch mit drin. Aber im Prinzip ist es eine Kartoffelsuppe. Die wird heiß serviert und da sind die Kühe richtig steil drauf gegangen. Also da war Party on. Ne? Der Erst hat sich mal jetzt die Schnauze verbrannt, ne? Weil, also die, das, wie gesagt, es wird heiß geliefert. Es kommt ja aus dem Brennprozess. Es sind ja quasi die Gärreste oder die Brennerreste. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, Schlempe. Und dann der Erste hat sich von die Schnauze verbrannt, dann der Zweite. Und dann irgendwann, siehst du, so ein Kopf bleibt unten, der zweite Kopf bleibt unten und dann werden die dann ganz nervös und dann alle. Ne? Das sieht so, das ist so ein tolles Bild, wenn wirklich alle Kühe den Kopf im selben Winkel, so alle gleich schräg und dann wird geschlürft, was das Zeug hält. Und man kann richtig sehen, wie der Pegel im Druck sinkt, so bei jedem Schlürfer so und dann wieder so einen Zentimeter weg und wieder, ne? Das sieht so geil aus. Ja, und dann ist halt für so eine Kuh, ja, ist ja auch an Menge her, ist das auch nur so ein Snack. Ne? Aber, wie gesagt, ich denke, das ist so, als wenn wir eine Kartoffelsuppe essen, also vom Nährwert her. Ne? Ich kenne mich da nicht so aus, aber ja. Und dann gab es das eben, und dann hat mein Onkel ein paar Mal Biertreber gekauft. Sieht so ähnlich aus, oh, ach komm, jetzt ziehen wir ruhig bis zum Ende. Sieht so ähnlich aus wie Maissilage. Das sind halt so Reste vom Bierbrauen. Ist aber zu teuer. Lohnte sich nicht. Ich weiß gar nicht, das wurde wahrscheinlich auch von weiter her gebracht. Ich weiß es nicht. Konnte man auch nicht sehr hoch aufschütten. Musste man auch recht flach lagern. Ja, aber hatte sich nicht durchgesetzt. Ne? So, jetzt habe ich total die Zeit verquatscht wieder. Verdammt, wenn ich von früher erzähle, ne? Himmel die Berge. So, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Diego ist draußen. Habt euch lieb.